Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit einer Karte, die wahrscheinlich jetzt schon zum Erscheinen dieses Videos jeder in seinem Team haben wird. Erling Haaland bekam eine Gutis Premium Karte. Premium. Er wird in jedem Team sein, was ihr sehen werdet. Das Ende ist nah. Ein 99er Haaland gibt es für 1 Million Münzen als SBC. 99 Tempo, 99 Schuss, 99 Physis. Absolut brutal, was das schon angeht. Linksfuß, aber 5-Star, 5-Star und kann nur Stürmer und Mittelstürmer spielen. Er hat eben volles Tempo, Schusswerte sind alle auf 99, außer der Elfmeter. Und Passwerte bringt er halt auch mit. Er hat super kurzer Pass, sehr guter langer Pass, sehr geiler Effekt und Übersicht auch noch. Ich habe ihm einen Artist gegeben, um halt einfach noch die Dribbling-Werte ein bisschen zu pushen. Vor allem eben die Beweglichkeit und das Dribbling an sich wird nochmal aufs Maximum gebracht. Und halt auch ein bisschen Passwert, weil es bringt halt einfach kein anderer Cam-Style was bei ihm, außer das Dribbling und die Passwerte. Man könnte von mir auch mit seiner Defensive pushen, aber er hat eine 99er Kopfballpräzision mit einer 91er Sprungkraft und diese Karte von den Werten her ist absolut geisteskrank. Wir werden sehen, wie er sich in-game spielt, aber ich bin da auf jeden Fall heiß. Angeschnittener Schuss, Flair, Powerkopfball, Außenrissschuss und Fallrückzieher als Trade habe ich so auch noch nicht gesehen, okay, das gibt. Aber überragende Werte. Überragende Werte, überragende Karte. Wir gehen rein in Division Rivals, glaube ich, erstmal. Ich bin mal gespannt, ob er besser sein wird als diese Kandidaten hier. Ich glaube schon, dass er besser sein wird als Rooney. Den habe ich im Prinzip voll für den Arsch abgeschlossen, weil jetzt eben Haaland kam. Und Ronaldo habe ich jetzt gezogen. Genauso wie ihn. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob Haaland wirklich so ein Game Changer sein wird. Wir gehen rein. Erste Möglichkeit, Kopfballtor. Erste Möglichkeit für Haaland. Und der macht ihn direkt rein. Einfach mal reingeflankt und er köpft das Ding rein. Mein Gegner hat ihn natürlich auch. Ist es schon eine Rage Quit? Nein, ich glaube nicht, oder? Mein Gegner hat auf jeden Fall auch Erling Haaland 99 vorne drin stehen. Boah, er fühlt sich brutal schnell an. Guckt euch das an. Zack, zack, zack. Er ist nicht mehr lengthy. Dadurch, dass er eben 99 Dribbling hat, ist er eben controlled. Aber er fühlt sich geisteskrank schnell an. Also wirklich, was Tempo angeht, den muss man einfach nur schicken und er hat den Ball. Ja, okay, der Gegner quittet nach 5 Minuten. Okay, alles klar. Also wir sehen hier schon, guckt euch an. Guckt euch an, der ist brutal schnell. Da kommt ja gar keiner hinterher. 5-Star Skills haben wir bei Haaland auch noch nicht gesehen. Und dann noch der Schuss. Oh, da ist noch eine Stirn dazwischen. Schade. Kopfball. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Kopfball war ekelhaft. Also da geht er schon mal ab. Und ist nicht mehr zu halten, ey. Auch der Schuss wurde nicht festgehalten. Oh ja, die Schüsse, die sind ordentlich. Wunderschön angenommen. Und dann halt auch das Auge für Rashford. Und er macht ihn dann rein. Und ist das schon der Rage Quit nach 17 Minuten? Ich glaube schon. Ja, das ist er. Oh ja. Er verstellt den Torwart. Und das nehmen wir dankend an. Aber wirklich sein Tempo. Wenn ihr dachtet, Čech sei schon gestört, dann habt ihr hier jetzt im Prinzip Čech 2.0, weil das ist wirklich Next Level Čech. Da sehen wir es. Und das, also das war, man kann ihn nur stoppen mit einem Foul. Haben wir jetzt gerade gesehen. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und da haben wir es nicht. Da haben wir es nicht. Warum geht der Ball nicht rein? Warum geht dieser Schuss nicht rein? Oh mein Gott. Oh, da haben wir es. Da haben wir es. Und aus was für einem Winkel, Alter. Die einfachsten Dinger vorhin macht er nicht rein, aber den haut er aus irgendeinem Winkel mit dem Rücken zum Tor. Dann ins Netz. Da ganz komische Position, aber er macht ihn. Er macht ihn einfach.
Und da haben wir es. Da haben wir es mit Haaland. Der nimmt da das Ding ganz eiskalt entspannt mit und hämmert das Ding einfach rein. Also es ist wirklich ein... Also wirklich, ihr könnt Tschech ab jetzt in der SBC klatschen. Das ist ein ganz anderes Level von brutalem Spieler. Also wirklich, das, was Tschech die ganze Zeit war, der in jedem Team war und jedem auf den Sack ging, das haben wir jetzt hier für 1 Million Münzen mit Haaland. Oh ja. Oh ja, wenn man ihm so viel Platz lässt, haut er die Dinger rein. Und das Geile ist ja halt bei diesem Haaland jetzt, erstmal, er hat 5-Star Weak Foot, das heißt, er ist sehr, sehr unberechenbar vom Sturm. Mit 5-Star Skills kommt dann nochmal ein Faktor zur Unberechenbarkeit dazu, weil er halt einfach sehr, 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 sehr beweglich ist. Und halt auch, dass er sehr gute Dribbling-Werte hat. Macht ihn halt einfach sehr viel brauchbarer als vor allem zur Anfangszeit von FIFA, wo er halt einfach nur so ein Kick-and-Rush-Spieler war. Als Lengthy noch wirklich dieses Overpowered hatte, war es ja einfach nur der Sinn und Zweck, ihn einfach nach vorne zu schicken und den Ball lang zu spielen. Und jetzt haben wir auch noch eine Vorlage für Haaland. Hier haben wir es eben gesehen. Das war einfach super schön gespielt. Er hat einfach mit der Ballrolle einfach den perfekten Pass hier schön Platz gemacht für Jesus. Und so einfach kann Fußball sein. Ja, wenn er da die Möglichkeit hat, ist er weg. Und dann kommt der Torwart raus und ich bin zu dumm, das easy rauszuspielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da habe ich gedacht, ich probiere einfach mal was aus und... Halleluja, das mache ich nochmal. In der Hoffnung, der Gegner checkt's nicht. Aber ich glaube, er checkt's. Aber nein, wir probieren es einfach nochmal. Zack. Putz. Okay, das war sehr schlecht. Gucken wir mal, wie wir uns hier nur mit L2 Dribbling den Gegner vom Leib halten können. Da sehen wir es. Lächerlich. Einfach lächerlich. So, nochmal L2 Dribbling versuchen. Ja, da wird es ein bisschen voll, aber das schafft uns Raum, das schafft uns Platz, um dann halt einfach den Pass zu spielen für einen Schuss. Ja, die Pässe von Haaland sind auch super. Also eben, das, was bei ihm immer so eine Schwäche war, so ein bisschen, die Pässe sind jetzt super gut und das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber eben, die Pässe, die kommen super. Oh ja, oh, das wär räudig geworden, wenn der reingeht. Wir probieren jetzt nochmal diese Ecke, die Eckball-Variante da. Oh mein Gott, diese Eckball-Variante ist geisteskrank. Die müsste jetzt halt nur noch reingehen, dann wäre es nochmal ein bisschen besser. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn für ein Tor? Wie macht er den denn rein? Hat er ein Torwart verstellt? Ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall ein brutal, brutal geiler Schuss. Ja, die Pässe von ihm sind super. Also der kam Neymar genau in den Fuß. Und also ja, doch wirklich, die Pässe von ihm sind top. Das, was bei ihm immer so eine große Schwäche war, die Pässe, das Dribbling, das ist jetzt alles erledigt. Und wir können die letzten 3-4 Wochen nochmal eine wunderschöne Karte von Haaland spielen. Oh, was ein Pass. Was ein Pass. Er verstellt den Torwart und Haaland haut das Ding unter das Dach wie ein Gott, Alter. Kriegen wir noch eine Chance? Nein, er verstellt den Torwart. Da habe ich ein bisschen reingeschissen. Ja, genau so Pässe sind halt für Haaland perfekt. Gut, jetzt ist es relativ spät im Spiel und er kommt trotzdem noch dran, aber dann leider nicht mehr zum Schuss. Aber für so Pässe ist er eigentlich prädestiniert, normalerweise. Was aber halt diese Karte jetzt halt auch mitbringt, ist dieses spielerische Element, dass er einfach auch mitspielen kann. Und halt einfach auch mitspielen kann. Und das ist so entscheidend, was davor eben nicht so war. Und das war überragend gemacht, Alter. Das war einfach überragend gemacht.
Der guckt euch an. Keiner kommt ihm hinterher. Und wir haben noch Zeit für ein grünes Time-Finish. Leider wird der Ball dann aber abgefangen. Aber eben, es ist ein überragender Spieler. So, Fazit. Haaland-Fazit. Was kann ich zur Karte sagen? Eine überragende Maschine. 4 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen. Von diesen 4 Spielen war eins ein 1-0 Ragequit nach 5 Minuten unter anderem dabei. Also das ist wirklich, wirklich ein Spieler für 1 Million Münzen. Also im Prinzip für for free. Ihr müsst einfach nur ein bisschen Zeit investieren in diese 84x10 Packs. Aber da habt ihr eine Karte, die wird euch die nächsten 3 Wochen sehr, sehr, sehr glücklich machen. Vor allem, wenn ihr da noch einen Vini auf die Seite stellt, noch Ronaldinho auf die 10 und auf rechts vielleicht noch, keine Ahnung, was weiß ich was, irgendwas anderes. Aber ich bin fertig für heute. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, um bei IAFC24 wieder am Start zu sein. Wir sehen uns im anderen Video. Bis dann und tschüss.